Aber leider auch überhaupt nicht ins Team. Und jetzt der nächste Stürmer, jetzt muss er doch kommen. Und das ist North. Wie bitter ist denn das? Wie dumm kann man sein? Monopoly Comeback Teil 2. Viel Spaß. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zum zweiten Part unseres Monopoly Comebacks. Und wie ihr seht, unser Team hat sich bis jetzt nicht weiter verändert. Wir haben in der letzten Episode 2 Bronze-Packs ziehen dürfen und wir haben unser Team gebaut. Und wie ihr vielleicht schon im Vorspann gesehen habt, ich sage, ich habe keine Coins und dann hole ich mir den Stürmer für satte 10.000 Münzen. Guckt euch an. Keine Ahnung warum, aber es hat sich bis jetzt gelohnt. Ein gespieltes Spiel, 2 Vorlagen gemacht, sieht richtig gut aus. Aber trotzdem, ja, wenn man schon keine Coins hat, ist das natürlich nicht gerade unbedingt gut. Aber trotzdem, das Video kam richtig gut an. Ihr freut euch richtig auf die Monopoly-Folgen, die jetzt wieder kommen werden. Ich bin im Übrigen gerade am Vorproduzieren, denn ich fahre am Donnerstagabend wohin, was euch dann früher oder später auch auf YouTube weiter zu sehen sein wird. Es ist ein Projekt. Es ist nicht mal ein Projekt. Es sind ein paar Videos wahrscheinlich, die wir aufnehmen werden. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir. Aber wo es hingeht und was auch immer, das werde ich euch noch nicht verraten. Das wird eine kleine Überraschung werden, aber ich denke mal, dass sich das auf jeden Fall lohnen wird. Für euch, für mich und für die anderen paar Leute oder auch eine Person oder wer auch immer da dabei ist. Ich denke, das wird ganz knackig werden. Jetzt gehen wir aber rein in den ersten Wurf. Wir wollen natürlich endlich mal ein paar Spieler für uns hinzugewinnen. Auf geht es in den ersten Wurf und wir bekommen hier eine 2. Und eine 2 bedeutet, wir dürfen auf den freien Kauf gehen. Und das fängt natürlich schon wieder richtig gut an. Das nehmen wir gerne mit. Ihr habt 3 Spieler in die Kommentare geschrieben, die vielleicht am besten passen. Zum einen Zarate, zum anderen Pastore und zu Icardi. Ich gucke jetzt einfach mal, wer am besten passt. 1500 Münzen haben wir zur Verfügung stehen und dann gehen wir rein ins Spiel. Aber erstmal wird sich ein Spieler gegönnt. Und da ich ja gesagt habe, wir wollen mal ein paar billigere Spieler testen, ne, und auch mal Silberspieler oder Non-Rare-Spieler, habe ich mich für Zarate entschieden. Zarate geht raus für Kelly, denke ich mal, auch wenn er vielleicht ein Stück weit besser ist als North, aber ich denke, das sollte auf jeden Fall klar gehen. Auf jeden Fall bekommt Pereira ein bisschen Chemie dazu. Wir gucken uns mal an, aktive Spieler, da haben wir einen Zarate gekauft für nur 400 Münzen, haben also immer noch 1100 zur Verfügung, hat ganz gute Werte, sieht nicht schlecht aus. Ich bin gespannt, ob wir das ganze Ding hier rocken werden. Jetzt geht's rein in die erste Partie. Auf geht's in die erste Partie und unser kommender Gegner hat Griezmann ausgeliehen als Stürmer natürlich. Des Weiteren sieht das Team nicht sonderlich gut aus, genauso wie unseres. 63er Chemie, 66er Gesamtbewertung, hat 5 deutsche Spieler. Das ist natürlich ein Vorteil für ihn, aber wir können ihn schlagen und das werden wir jetzt versuchen. Schön angespielt, das ist Brown. Gut gespielt auf Pereira, da geht er mit einem Berberspin vorbei, zieht ab. Und in der zweiten Spielminute haben wir hier die erste Möglichkeit für uns. Oh, den haben wir gut abgefangen. Hidalgo, macht das gut. Gundersen, Mitte steht da. Ah, da kommt der Ball nicht durch. Kein Problem für uns, fangen wir an. Gundersen, kommt die Grätsche. Gut erobert, stark gemacht. Pereira, weitergeleitet auf den Neuzugang. Zarate, wieder Pereira, gut gespielt. Können wir jetzt durchstecken auf North. 10.000 Münzen hat er gekostet und er lohnt sich. 6. Spielminute, 1:0 für uns. Und das macht er richtig gut. 2. Spiel, 2 Vorlagen, 1 Tor, North 10k. Ja, dann kann man wirklich, dafür kann man wirklich mal 10.000 Münzen bezahlen. Reicht uns völlig aus, die Führung. Zarate läuft, hat sich dort angeboten. Zarate mit dem Spin vorbei. Läuft durch, bringen wir den Roulette, gehen durch, ziehen nochmal kurz an und dann legen wir uns den viel zu weit vor. Warum machen wir uns das so kompliziert? 20. Spielminute vorbei und der Gegner hat wahrscheinlich jetzt schon keine Lust mehr. Hidalgo mit dem Lupferversuch, aber den kriegt man leider nicht rein. Schön geholt von Ehrenreich. Gundersen. Das ist North. Die Grätsche kommt nicht gut an beim Gegner. Jetzt können wir weiterspielen. Wieder Gundersen, ne? Reingespielt, weitergeleitet. Gundersen bleibt im Ballbesitz. Gundersen abgeschlossen, 2:0, 26. Spielminute. Der Gegner spielt übrigens seit der 11. Minute mit einem Mann weniger. Er ist eigentlich überhaupt nicht gut. Er versucht die ganze Zeit nur rumzugrätschen.
schafft das nicht und deswegen steht es 2:0 in der 26. Spielminute und ich denke, das ist der Rage Quit, so ist es, wir bekommen weitere 500 Münzen zu den 500 Münzen dazu, damit der Kontostand jetzt bei 2100 Münzen und jetzt gehen wir rein in den zweiten Wurf. Auf geht's, zweiter Wurf, wir sind bereit und bekommen eine 1 und die 1 bedeutet, wir dürfen ein Silberset ziehen, das werden wir machen, ich bin gespannt, was drinne sein wird. Und jetzt starten wir direkt rein. Wir können es eigentlich direkt gleich kaufen. Ich denke, das sollte kein Problem sein. 3750 Münzen gehen da drauf. Und jetzt gibt es einfach Probleme im Shop. Das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Jetzt funktioniert es. Ich bin gespannt, was drin sein wird. Griezmann bringt uns einen seltenen Stürmer. Hemet, 74er Gesamtrating. Müssen wir uns mal angucken. Spielt in der FL Championship. Dann haben wir noch einen aus der dänischen und aus der portugiesischen ersten Liga. Sieht ganz gut aus, aber ob sie in unser Team passen, das sehen wir jetzt. Wir haben zwar zwei Portugiesen als Silberspieler, aber leider spielen sie beide als RV und LM. Also heißt sozusagen, man kann sie gar nicht verbinden, vor allem nicht in dieser Aufstellung. Das bedeutet, wir spielen das zweite Spiel mit derselben Aufstellung wie gerade eben. Wir haben Bock, wir wollen das Ding gewinnen. Auf geht's ins zweite Spiel. Das zweite Spiel, der zweite Gegner und der kommt hier natürlich. Wie soll es anders sein mit einem Team mit voller Chemie? Ich denke, das war reiner Zufall, dass wir jetzt gerade im ersten Spiel einen Gegner hatten, der nicht sonderlich gut war. Ich denke, der hat es hier richtig drauf. Es sind alles nur Engländer, bis auf den Torhüter. Nein, gut, es ist noch ein Schotte, ein Waliser oder ein Nordire dabei. Müssen wir mal gucken. Wir starten rein, wir wollen das Ding gewinnen. Food FC zum Zweiten. Jetzt geht's los, jetzt gibt's Vollgas. Uiuiui, war das gut gespielt. Sechste Spielminute, der Gegner schlägt zu mit dem richtig guten Ball nach vorne in den Strafraum rein. Und da hat unsere Abwehr komplett geschlafen. Den nimmt er dann auch richtig gut Volley. Unser Torhüter kann nichts machen. Kurzes Eck, wir liegen 1:0 hinten. Das können wir aber so nicht stehen lassen. Ah, bitter. Ganz, ganz bitter, das Ding. Den bekommt er auch noch. Green, unser Torhüter läuft sonst wo lang. Und da haben wir ganz großes Glück. Das ist in der 29. Minute nicht 2:0 steht. Es ist ganz schwer hier durchzukommen. Jetzt kommt die Ecke auch wieder gut, aber unser Torhüter steht auf dem Posten. Der direkte Abschluss geht nicht unbedingt gut rein und deswegen können wir kontern über Zarate. Zarate, jetzt vielleicht für den Spin bringen, gleich nochmal. Vorbeigehen, weiterlegen. Gut so, Hidalgo. Jetzt nochmal auf Zarate, der läuft richtig gut rein. Hinten steht er. Ah, da gehen wir nicht richtig durch. War die erste richtig gute Kontermöglichkeit für uns. Wir müssen versuchen, in irgendeiner Art und Weise hier das Ding über die Bühne zu schaukeln, ein Tor zu machen und dann hinten sicher zu stehen. Gut erobert von Zarate. Können wir weiterleiten. Pereira steht gleich wieder prallen lassen. Pereira geht wieder. Müssen wir aufpassen. Ah, haben wir Glück, dass wir im Ballbesitz bleiben. Jetzt können wir anspielen. Zarate mit der Riesenmöglichkeit kurz vor der ersten Halbzeit. Beziehungsweise vor dem Halbzeitpfiff. Huiuiui, war der knapp. Da hätte es hier fast unentschieden gestanden, aber leider macht die Zarate nicht rein. Es bleibt beim 1:0 für den Gegner. Wir müssen trotzdem weiterarbeiten. Ganz gut, ganz, ganz stark gelöst. Zarate sieht Nof laufen und der Pass war so stark. Und trotzdem bekommen wir ihn nicht. Schade, schade. Richtig gute Aktion. Oh, den können wir anspielen. Pereira steht. Pereira mit Nof im Zusammenspiel. Pereira, jetzt müssen wir es vielleicht machen. Spielt man vorbei. Eigentor. Der ist drin. 52. Spielminute. Ganz, ganz wichtig, das Ding. 1:1. Es steht wieder unentschieden. Und ganz, ganz wichtig war die Balleroberung von Pereira. Antizipation ist das Stichwort. War der wirklich hinter der Linie? Ja, das war er. Huiuiui. Ganz knapp, aber es steht unentschieden. Weiter geht's. Oh, warum so ein Fehlpass? Warum so ein Fehlpass und warum dann so ein Tor? 70. Spielminute. Da sind wir selber dran schuld. Den müssen wir besser klären. Der zweite Ball wird abgefangen von seinem Stürmer. Hier. Mann, Mann, Mann. Da macht er eine Ballbewegung oder eine Ballfinte mit seinen Skills, die er eigentlich gar nicht hat. Und dann steht es hier leider, leider 2:1 wieder. Und hier vernaschen wir erstmal mit Pereira zwei Gegenspieler. Das sieht gut aus. Bringt den Spin. Der kommt nicht an. Wir bleiben im Ballbesitz. Nochmal Pereira. Der hat einen Longshot. Der zieht einfach mal ab. Und dann wären wir fast zurückgekommen. Ganz stark erobert. Weitergeleitet. Zarate. Scoop-Turn. Abschluss. 2:2. Genau so geht's. 74. Spielminute. Da haben wir erst eine schlechte Ecke gemacht. Und dann schlagen wir hier eiskalt zu.
Und schon wieder marschieren wir. Und das richtig gut. Zarate wird hier gefoult. Und das ist ein klarer Freistoß, den wir hier bekommen. In der 76. Spielminute können wir das Spiel innerhalb von nur 2 Minuten drehen. Pereira, Freistoß angesetzt. Oh mein Gott, war der stark. Ganz, ganz schicker Freistoß. Perfekt getretene. Oben rechts in den Winkel. Wir führen mit 3:2 in der 77. Spielminute. Gucken wir uns das nochmal an. Unfassbar, was unser Star der Mannschaft heute schon wieder leistet. Der Führungstreffer von Pereira. Guter Ball auf North. Der steckt das Ding zu Pereira durch. Der direkt auf Zarate. Der läuft hier diagonal rein. Und er ist ja auch nicht ganz so langsam. Jetzt können wir den Spin bringen, den Hacke zu Hacke. Bleibt mit dem Ballbesitz, aber Tafazzoli ist wieder da. Zweiten Bälle abgefangen. Bleibt mit dem Ballbesitz. Lass mal auf Pereira prallen. Pereira will abschließen. Und es gibt den Elfmeter in der 87. Spielminute plus die gelbe Karte für den gegnerischen Verteidiger. Christian Pierce. Und das tritt natürlich Pereira das Ding. Ich bin gespannt. Rechts oben, ihr kennt mich. Geht da rein. Er geht nicht rein, ist das bitter. Oh Mann, oh Mann. Guter Ball. Adams, passt auf. Der gegnerische Keeper ist draußen. Können wir jetzt anspielen, North? Können wir. Übersteiger, gehen wir vorbei. Warten das ganze Ding ab. Wollen auch nochmal auf Zarate spielen, um vielleicht noch das nächste Tor zu erzielen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir gewinnen die ganze Partie mit 3:2, obwohl wir zweimal zurücklagen. So muss es sein. Wir gewinnen wieder 2 Spiele. Pereira mit dem entscheidenden Treffer. Wunderschöner Freistoß. 500 Münzen gehen auf unser Konto. Heißt, wir sind bei 2600 Münzen. Das sieht richtig gut aus. Und das sollte es auch gewesen sein von diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich bin am Vorproduzieren. Wenn ich ein oder andere Mal das gleiche T-Shirt anhab, ihr wisst, woran es liegen wird. Ich bin gespannt. Schreibt mir unten in die Kommentare, welche Spieler wir vielleicht als nächstes holen sollen. Ich bin raus. Immer smart und sexy bleiben. Euer Chris und ciao.